Gudrun und Helmut Hempel sind ein glückliches Paar, auch nach mittlerweile 50 Ehejahren. Doch auch schwierige Zeiten müssen sie zusammen durchstehen. Gudruns Eltern sind sehr reserviert gegenüber Helmut. Sie sehen es nicht gern, dass Gudrun einen Freund hat. Ich habe ja auch um ihn gekämpft, weil meine Eltern wollten das ja nicht. Ne? Und wir haben halt immer zusammengehalten. Aber war nicht so, dass wir uns jeden Tag oder wir haben uns höchstens ein, zwei Mal in der Woche gesehen. Wohlgemerkt, ne? Doch dass die zwei füreinander bestimmt sind, wissen sie schon sehr früh. Gudruns Oma unterstützt die beiden und spielt sogar Amor. Sie überbringt immer die Liebesbriefe. Das war eigentlich so der Highlight, wieso wir uns dann auch so zusammengetan haben. Ich wollte gerade sagen, das hat eigentlich die Zusammengehörigkeit gefestigt. Ja, immer mehr zusammengeschweißt. Ne? Seit 57 Jahren sind sie jetzt schon ein Paar. Sie lieben es, die Zeit miteinander zu verbringen, im Glasmuseum oder bei Spaziergängen. Sie halten stets zusammen, aber es gibt noch mehr Geheimnisse ihrer ewigen Liebe. Es gehört Zuneigung dazu, es gehört Nachsichtigkeit dazu, es gehört Vertrauen, viel Vertrauen dazu. Und dann auch die gemeinsamen Interessen gehören auch mit dazu. Und vielleicht sogar mal auf etwas zu verzichten. Ein wichtiger Bestandteil für das Glück ist die Familie. Zwei Kinder und vier Enkel sorgen dafür, dass Gudrun und Helmut mit ihrem Leben mehr als zufrieden sind. Ja, die schönsten Zeiten sind eigentlich immer unsere Geburtstagsfeiern. Weihnachten. Weihnachten, wenn die Familie zusammenkommt. Für Enkelin Julia sind Gudrun und Helmut ein Vorbild. Gerade in der heutigen Zeit, wo Beziehungen immer häufiger auseinanderbrechen, ist die 19-Jährige froh, das harmonische Leben ihrer Großeltern mitzuerleben. Ich finde, dadurch, dass die 50 Jahre jetzt schon verheiratet ja fast sind und noch länger zusammen, ist das schon eine Leistung. Vor allem machen die immer noch richtig viel zusammen. Und ja, sie gehen sich immer noch nicht auf den Keks. Also ich finde das schon eine Leistung. Wäre schön, wenn ich das auch mal schaffen könnte. Gudrun und Helmut sind sehr froh über ihr gemeinsames Leben und wünschen sich nur, dass es noch lange so weitergeht.